Und damit ein herzliches Willkommen. Ich meine, schaut euch den Loot an. Ich werde definitiv in den Boost starten. Beziehungsweise, naja, sind wir ehrlich, ich habe den Boost schon gestartet. Und wir machen das Ganze nochmal. Es gibt nochmal, ja, leckere Fights, leckerer Loot. Und ich nehme jetzt hier schon mal auf jeden Fall das ganze Elixier mit. Ihr seht, what? What? Goldlager ist ratzeputze voll. Voll bis nach oben hin. 800 Millionen, hätte ich mal gesagt. 8 Millionen sind drin und wie ihr sehen könnt, kann ich das gar nicht mehr speichern, was ich da mitgenommen habe. Was ein bisschen schade ist, ich hätte vielleicht vorher lieber mein Gold ausgeben sollen für was anderes, aber da ich es ja komplett voll brauchte. Und wofür? Naja, wofür wohl? X-Bogen! Und genau den starten wir jetzt auch. X-Bogen auf Stufe 4. Und dann müssen wir nur noch einen bauen. Zwei Bauarbeiter sind frei und ich würde sagen, good we go, hopfentlich. Oh, den Boost. Tatsächlich, ich dachte, ich hätte ihn gerade schon gestartet. Dann müssen wir ihn eben jetzt starten. Nun ja, weg mit den 40 Gems. Nehme ich. Wie ihr sehen könnt, habe ich aufs iPhone gewechselt. Liegt ganz einfach daran, weil der 16:9 Screen scheinbar irgendwie ganz gut ankommt bei euch Nasen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nö. Da wechsle ich doch gerade rüber. Und genau das mache ich jetzt auch. Übrigens hat Bayern eben gerade verloren und ich feiere das. Ich feiere das. Auch wenn das Leute irgendwie komisch finden, von wegen, ja, kannst du nicht nur, weil jemand verliert, dich darüber freuen. Und Mielatte, die haben so viel gewonnen, die haben es einfach mal verdient zu verlieren. Das ist wunderbar, dass es Dortmund schafft und ich freue mich unglaublich für den Klopp, dass die es nochmal gepackt haben, weiterzukommen. So als Abschiedsgeschenk, der hat eine wunderbare Arbeit in Dortmund geleistet und der hat es einfach verdient, viel mehr als die Bayern, weil die haben schon so viele Titel geholt in den letzten Jahren und das reicht jetzt einfach auch mal. Und genau deswegen finde ich das super, dass die rausgeflogen sind. Nur mein kurzes Statement dazu. Ist vollkommen legit, vollkommen plausibel und ja. Natürlich hat Dortmund Glück gehabt, viel, viel Glück gehabt, muss man dazu sagen, dass sie weitergekommen sind. Aber im Endeffekt hat Bayern halt auch scheiß Elfmeter geschossen, was dazugehört beim Fußballspielen. Und wenn du keine Elfmeter schießen kannst, dann hast du es auch nicht verdient, weiterzukommen. Ganz einfach. So läuft der Hase. Das erste Mal, dass wir es gefunden haben. Das zweite, das ist jetzt das vierte Mal tatsächlich. Also wenn ich das alles zusammengeschnitten habe und ich kleines Dummjohn das nicht vergessen habe. Aber das ist eigentlich der theoretische Plan gewesen. Ich bin diese Woche ein bisschen am Vorproduzieren, wie ihr wahrscheinlich auch merkt. Es kann an einer anderen Stelle ein bisschen verwirrend sein, wenn man dort vielleicht einen anderen Fortschritt hat. Aber das liegt immer daran, ich möchte euch Videos hochbringen, auch wenn ich die Clash of Clans related sind. Und Vlogs werde ich halt definitiv auch hochladen. Auch wenn ich unterwegs bin. Und deswegen 50% bin ich jetzt halt nachts fast jeden Abend. Vielleicht mache ich das morgen Abend auch wieder. Muss man mal schauen. 50% mitgenommen. Und komm, das ist halt schade, dass wir eben die 300k nicht mitgenommen hätten, weil dann hätten wir jetzt halt schon einfach viel mehr und wir wären jetzt schon bei 600k. Was ich als nächstes ausbaue, weiß ich auch noch nicht ganz genau. Der Expo läuft jetzt. Eventuell machen wir direkt den nächsten Expo auch noch hinterher. Dann haben wir alle drei Expos auf Max. Und dann fehlen tatsächlich eigentlich irgendwie nur noch die Teslas. Ja, also es fehlt natürlich noch viel mehr, aber so das, wo ich am meisten Bock drauf habe. Ja. Da werde ich auf jeden Fall erstmal so Bogenschützen setzen, dass wir gucken, dass wir alles mitbekommen, ohne ganz viele Ressourcen zu benutzen. Okay, das sind die einzigen zwei. Jetzt ist die Frage, an die Goldlager werden wir nicht rankommen. Aber wir kommen die Goldminen. Ja, ein bisschen was können wir auf jeden Fall mitnehmen. Schauen, dass wir das halt relativ fix machen immer mit den Bogenschützen dahinter. Und nicht so viel benutzen. Nummer 1 ist down. Und hier sind noch 2 Stück, 3 Stück. Okay, da müssen wir auf jeden Fall erstmal die Gebäude außen wegnehmen. Okay. Die Gebäude müssen halt vorher weg, damit wir da ordentlich rankommen. Ich sage euch gleich, wir werden da nicht alles mitnehmen können, aber es mir reicht eigentlich, wenn wir 200-300k von beide mitnehmen. Okay. Das soll drin sein. Oh, guck mal, der geht von ganz alleine weg. Der war gar nicht geplant, aber das wäre natürlich super. Komm schon. Okay. Schauen wir mal an. Super, ich darf keine Serie wenden, wenn ich gucke halt nebenbei trotzdem immer noch eine Serie, es tut mir echt leid, aber das ist halt einfach das Entspannteste am Clash of Clans spielen, wenn man dabei halt noch irgendwie was anderes Chilliges reinzieht sich und dann
Kann man? Yes. Dann kann man halt wunderbar farmen, finde ich. Also das macht halt für mich am meisten Spaß. So, pass auf. Wir gehen jetzt hier komplett rein und probieren hier noch diese zwei Elixiersammler mitzunehmen. Und Baban. Okay, Baban, König. Okay, Barbarenkönig zünden wir jetzt, wegen den ganzen Barbaren, die da noch dabei stehen. Und dann kommen wir vielleicht sogar noch ein bisschen was rein hier. Komm schon, nehmt mir noch ein bisschen was mit. Dunkles geht auch immer. Zack. 50% schaffen wir auch nicht, aber ist egal. Das sind trotzdem 229k, wobei auch von 400k angeboten wurden, aber trotzdem, das reicht. Ja, nehmen wir mit. So, mir fehlt momentan so ein bisschen die Thematik, worüber ich sprechen kann. Aber ich würde ganz gerne einfach auch nochmal über dieses Spiel reden, was da eventuell auch schon rausgekommen ist. Es kommt ein bisschen drauf an, wann dieses Video kommt. Und ich muss halt sagen, Clash of Clans, alles gut, macht super viel Spaß. Ich spiele es immer noch gerne, habe das auch immer wieder erwähnt. Aber gerade was Streams angeht, wenn wir jetzt kurz auf die Streams eingehen wollen, ist für mich halt immer so ein bisschen die Geschichte, du bist unglaublich abhängig, was der Loot angeht. Und deswegen, mir geht es dann halt auch so, ich bin dann auch so, setz mich da nicht hin und spiel euch vor, mir macht das gerade unglaublich viel Spaß, 50.000 Mal auf den Next-Button zu drücken. Und mir fehlt da einfach so ein bisschen das die Competitive quasi, so die Herausforderung. Klar, man kann Clan Wars machen und so Geschichten. Aber eben dieses, ey, pass auf, ich setz mich jetzt hin und wir können jetzt angreifen, wir finden guten Loot, wir können uns weiter ausbauen und unsere Verteidigung verbessern und unsere Gebäude upgraden, keine Ahnung. Und beim Clash ist es halt live immer so, naja, man hat halt das Problem, dass man unglaublich darauf angewiesen ist, dass der Loot gut ist, meiner Meinung nach. Natürlich wird es irgendwann bei mir so sein, dass ich Pokale pushen kann. Ich freue mich unglaublich auf die Zeit, wenn wir streamen können und ich kann probieren, Pokale zu pushen. Man wird halt sehen, ob das oder wann das soweit wird. Also soweit sein wird. Und ich wollte eigentlich gerade über das andere Spiel reden, aber das machen wir gleich, wenn ich den nächsten Gegner gefunden habe. Ja, also ich suche jetzt wieder schon ein bisschen länger und ich wollte eben gerade das kurz angesprochen, das Thema mit dem Suchen ist halt so eine Geschichte, das gehört zu Clash of Clans dazu, ist auch alles wunderbar. Ich muss halt nur sagen, nach 2 Jahren wird man irgendwann, ja, man ist irgendwann so ein bisschen, es kommt halt auch dazu, Radar 10 Loot ist, da ist mein iPhone gerade ausgegangen, mitten im Angriff, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, mir ist gerade mitten im Boost, wie ihr mitbekommen habt, das iPhone ausgegangen. Deswegen sind wir jetzt aufs iPad gewechselt und wir schauen uns das hier kurz an. Okay, da macht nicht viel. Und deswegen spiele ich jetzt auf dem iPad weiter. Tut mir leid. Ihr könnt es aber mal angucken, was passiert ist. Da wollte ich nicht rein. Den Angriff, den wir eben durchgeführt haben, da sind ja dann die Truppen automatisch stehen geblieben. Ich hätte natürlich viel mehr mitnehmen können. Und jetzt war mein iPhone aus. Ja, hätte ich durchaus noch ein bisschen mehr mitnehmen können, gerade von den Goldlagern und von den Minen, die noch außen stehen. Aber da kann man nichts machen. Was willst du tun? Deswegen spielen wir jetzt auch auf 4:3, weil ich muss sagen, es macht auf dem iPad zu spielen schon um einiges mehr Spaß. Man hat einfach diese Größe und kann so entspannt rumzoomen. Ich hätte gerne ein 16:9 Apple Tablet. Das wäre wunderbar. Ja, ist nicht viel. Aber ich habe es das letzte Nacht schon, für euch ist das ein paar Videos her, aber es ist jetzt quasi, ich habe gestern Nacht den ersten Boost aufgenommen und heute Nacht nehmen wir den zweiten Boost auf. Und weil ich einfach Bock drauf habe, so viel ist das jetzt nicht, komm, die 50% gehen wir noch mit, ich habe übrigens die übrigsten Chili-Mode an und komm schon, 50, läuft. Das probiere ich. 221k, das probiere ich auf jeden Fall. Wir gehen mit vollen Barbaren vor. Und im Endeffekt, was wir jetzt wieder machen, wir spielen Clash of Heroes. Und da ich sehe, dass meine beiden Barbarenkönige, das wäre was, Mann. Für so ein Troll-Event, dass man einfach beide Helden einfach als Barbarenkönige benutzt oder beide Helden als Bogenschützen. Gut, es wird einfach jeder seine beiden Helden als Bogenschützen benutzen. Bogenschützenkönigin natürlich logischerweise. Warum auch nicht? Ich meine, Alter, das wäre über-OP. Aber also das wäre doch eigentlich, das wäre mal ein lustiges Troll-Event. Barbarenkönig macht sich nach da drüben weg. Okay, Goldlager Nummer 1 wird attackiert. Barbarenkönig zünd ich jetzt da unten. Goldlager Nummer 2 ist down. Barbarenkönig ist am Fetzen. Expo, fällt der Expo da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fällt das Rathaus jetzt gleich.
Oh, der Expo sollte fallen, das wäre schön, das wäre sehr schön. Komm, Queen, komm, Queen, komm, Queen, komm, Queen, komm, 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 yes, 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 yes. Nice, wo läuft sie jetzt lang? Auch nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Keine schlechte Entscheidung. Wenn sie denn mal aufhören könnte, auf Mauern zu schießen. Warum machst du das? Okay, warte. Ja, rechts. Nee, gut. Aber wir haben hier oben ein paar Bogenschützen stehen, die auf jeden Fall auf das Goldlager schießen. Die Queen wird sich jetzt gleich nach rechts drehen, auf das Goldlager schießen, danach wahrscheinlich zum Tesla laufen, wie ich sie richtig kenne. Oder? Okay, macht sie danach den Tesla glatt? Okay. Und jetzt schießt sie auf die Mauer direkt, vorher ist. Okay, wir werden in das Goldlager da oben nicht mehr drankommen. Sind nur noch 20k drin. Ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Trotzdem 220 plus 35 Bonus. Kann man machen. Das war die erste Runde. Und ja, ich mache jetzt noch eine Stunde im Boost drin, wenn wir mal schauen wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es muss noch eine Stunde sein. Ja, 51 Minuten. Und die schauen wir uns jetzt dann, oder schaut ihr euch dann in der nächsten Folge an. Viel Spaß. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. So meine ich das natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen. Und ja, jegliche Ideen, wie man sowas weiterführen kann, Themenvorschläge, alles in die Beschreibung. Beschreibung? Wahrscheinlich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.